Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, die Jesus dem Blinden stellt, muss eigentlich uns jeden Tag neu vorliegen als unsere Frage, die Jesus mir stellt, die er uns stellt, die er seiner Kirche stellt. Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Wozu sonst Advent? Wozu sonst Ankunft Gottes und Gegenwart Gottes? Glaubt ihr, dass ich es bin, der euch helfen kann? Wenn es um die Blindheit geht, auch beim Propheten Jesaja um Taubheit, damit wir den ganzen Hintergrund dieser Bedeutung ausschöpfen, ist es wichtig, dass wir die ganze wuchtige, negative Kritik des Propheten Jesaja an uns heranlassen. Das klingt ja irgendwie alles so nett, wenn es heißt, der Libanon wird sich in einen Garten verwandeln und dann können die Blinden sehen und die Tauben hören. Man muss den Kontext sehen. Es ist eine heftige Anklage gegen eine Arroganz einer Elite von damals und nicht nur einer Elite von heute, sondern einer ganzen Gesellschaft von heute, die meint, ihre Pläne ohne Gott machen zu können. Und so ist ja auch alles. So ist es ja auch. Und so wird es Tag für Tag schlimmer. Das, was einmal ein wirklicher Garten war, ein Paradiesgarten der Libanon, ist zu einem arroganten Stall geworden. Wuchtige Zedern, hoch aufragend, die Nase hoch, wir sind oben, on top. Und nach uns die Sintflut. Genau in dieser Situation nimmt der Prophet im Namen Gottes die Blinden und die Tauben, die Armen in den Blick, die nichts mehr zu verlieren haben, auf die niemand achtet, auf die nur gespuckt wird, auf denen andere herumtrampeln. Sie sind es, die noch mit Gott rechnen. Wenn das Volk sieht, was meine Hände in seiner Mitte vollbringen, wird es meinen Namen heilig halten. Die Passion Gottes beginnt nicht erst auf Golgotha, liebe Schwestern und Brüder. Die Passion Gottes beginnt im Garten des Paradieses, in dem er dem Menschen hinterherläuft und der Mensch vor Gott wegläuft. Das ist der Beginn der Passion Gottes. Aber weil Gott Gott ist, ist es nicht nur der Beginn seiner Passion, sondern zugleich der Beginn der Erlösung. Weil Gott um einen Weg weiß, den Menschen zurückzugewinnen. Er will, wie es am Ende unserer Lesung heißt, dass die Verwirrten zur Einsicht kommen und wer aufsässig war, sich belehren lässt. Das ist die Absicht Gottes. Das ist Advent. Und das ist das große Wunder, das er mit seinem Kommen vollbringen will. Die Frage an uns ist, noch einmal, die Jesus stellt und auf den Punkt bringt. Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann?